So, wir sind mal wieder live mit Jung spielt alt, heute am 30. März. Und wie man sieht, ist der Robin da. Er hat anscheinend den Kampf gegen seinen Computer, den er vorher angekündigt hat, gewonnen. Technische Probleme? Ja, technische Probleme, weil, sagen wir mal, ja, Parsec meinte, dass es jetzt unbedingt genau jetzt sich irgendwie abmelden müsste und ich habe das Passwort auch nicht irgendwo aufgeschrieben, deswegen, weil die ja auch unbedingt einen unbedingten Sonderzeichen erfordern, was normalerweise nie notwendig ist, vergesse ich solche Passwörter ganz schnell. Ich kenne sowas, ich habe auf meiner Tastatur, hat die linke Space, die linke Shift-Taste ist zerbrochen und der Nüppel, der den Kontakt gibt, ist rausgerutscht und jetzt drücke ich mal auf die Taste rauf und die Buchstaben bleiben klein. Also ich habe auch gerade meinen Spaß. Aber egal, wir wollen hier heute spielen und ich habe jetzt ein Spiel ausgesucht, das hat letzte Woche Shania gespielt. Du noch nicht, wir mussten das mal im Podcast spielen und ich will einfach nur wissen, ob du damit klarkommst, weil einige sind sehr weit gekommen, ich selber bin nicht so weit gekommen. Und wir können Ja, einfach dann mal. würde ich wahrscheinlich auch scheitern. Wenn du es nicht schaffst. Das heißt nicht immer was. Wir gucken gleich mal. Das heißt, ich schaue jetzt mal, dass ich es gleich gestartet bekomme. Und dann versuchst du mal dein Glück. Du wirst aber gleich auch verstehen, wie es geht. Ich versuch's mal. Versuch mal zu steuern. Ja, wird gleich losgehen, wenn die schöne Musik zu weit ist. Jetzt. Okay. Genau. Und du kannst mit dem Knopfdruck einen kurzen Schutzschild machen und. Den hast du aber nur so lange, wie unten der Balken da ist. Du musst die weißen Dinger fressen. Ne, die weißen nicht. Die anderen weißen Dinger fressen. Du bist nämlich eine Amöbe und musst DNA fressen, nur falls du es nicht erkennst. Und alles andere bringt dich um. Ja, genau. Verstehe. Alles andere bringt dich um. Genau. Also als Amöbe hat mich bisher noch keiner bezeichnet, aber naja. Heute bist du eine Amöbe. Und wenn du gut spielst, wirst du irgendwann in der Evolution aufsteigen. Das ist aber immerhin schon mal gar nicht so übel gewesen. Du bist sehr schnell auf jeden Fall, hast aber auch schon drei Leben verloren. Aber guter Start. Das heißt, du hast schon mal die erste Evolutionsstufe geschafft und wärst jetzt ein. Einzeller? Nee, Quatsch, ja, Möbel ist ein Einzeller. Das ist korrekt. Dann wärst du also jetzt ein. Zweizeller. Naja. Eine B-Möbel. Nicht ganz. Ich sehe übrigens gerade, ich bin weg. Das ist ja auch geil. Warte mal. Hätte mir noch jemand sagen können, dass ich verschwunden bin. Gut. Jo, jetzt bin ich weg. Das ist ja ganz toll. Ich bin weg. Ist das nicht schön? Spiel du einfach. Ich versuche mich wieder hinzukriegen. Geht schlecht, wenn du aus dem Spiel rausklickst. Stimmt. Schön, ich muss das Problem gleich mal lösen. Super. Hättest du mir mal sagen können, dass mein Gesicht weg ist. Ich bin nur noch im Off. Gemeinheit. Du bist jetzt ein, jetzt hast du es gesehen, ja? Ein Frosch. Genau, und was musst du tun? Dich von Fischen Das fressen nicht. lassen. Ich schätze mal, ich muss das rechts da fressen. Nein, das ist auch nicht richtig. Das rechts ist eine Sperre, da kommst du nicht weiter. Vielleicht solltest du als Frosch überlegen, Insekten, die sich bewegen, zu fressen. Ah, also das weiß er da unten. Die Fliege, genau. Und die Fische möglichst vermeiden. So, jetzt checke ich mal, ob ich mich hier wieder irgendwie aktiviert kriege, weil das ist jetzt etwas blöde. Weil es kann sein, dass ich mein Gesicht jetzt nicht mehr wiederfinde. Ein schöner Satz übrigens. Wieso war das jetzt gerade die... Na gut, wenn man verliert, dass man dann die Hymne von Frankreich spielt, ist natürlich klar, aber... Klar ist bei Spielen gar nichts. Also da war mal Naja, klar. nö, 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 ich finde es selbstverständlich. Ja. Ich meine, aufgeben ist ja auch so ein Franzosending, aber... So, ich kriege mich nicht dahin. Das ist ja richtig fies. Ja, und ich kann OBS natürlich nicht beenden, weil dann ist der Stream beendet. Das heißt, ich muss mir jetzt kurz was überlegen. Gib mir ein paar Minuten. Das ist ja wieder sehr lustig. Wir haben alles vorher geprüft, außer dass ich zu sehen bin. Echt cool. Ich möchte jetzt nicht sagen, aber dann sehen wir mal, wo die Prioritäten liegen. Dein Computer hat gegen dich gekämpft. Darüber möchte ich, würde ich an deiner Stelle auch nicht Aber ich habe reden. gewonnen. Dings, du hast gewonnen. Sagen wir es mal so rum. Dings, du hast gewonnen. So. Was hast du denn für ein Problem? Okay, ich. Portal 2 ist schon fast 11 Jahre alt? Nee, schon über elf Das Jahre alt. dürfte ungefähr hinkommen. Ja, das dürfte ungefähr hinkommen. 2011 ist es rausgekommen. Ja. Huff. Ich finde es gerade etwas irritierend,
Das wäre mal ein Spiel. Ja, ich mache mich jetzt anders. Ich bin jetzt wieder da, gleich, Moment. Du machst dich jetzt anders. Das klingt irgendwie minimal falsch. Ja, das ist aber normal. Ich mache mich jetzt anders. Etwas irritierend, wie gesagt. Ach so, Ich du habe mal. lagerst dich jetzt quasi in 2D aus. Ja, aber auch das funktioniert anscheinend nicht. Das ist gut. Was ist denn hier heute los? Was ist denn hier heute los? Das ist hast du irgendwas Verhextes hierher gebracht oder was? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Alles klar, okay, dann bin ich ja total beruhigt. Ah, da bin ich doch. Ich packe mich jetzt als Pixel dahin, dann weiß wenigstens jeder, dass ich da bin. Und dann, ich kann ja wie gesagt leider jetzt nicht den Stream resetten, weil dann ist er beendet. So, gleich haben wir auch einen Ersatz-Patrick da. Da kommt er. Wir sind ja komplett flexibel. So, jetzt machen wir das Weiß noch weg. Und dann kannst du weiterspielen. Das ist mir auch nicht passiert, dass die Kamera ausfällt während des Streams und sie nicht wieder aktiviert kriege. Das ist ehrlich gesagt ein bisschen idiotisch. Aber so ist das halt manchmal. Kann man dann auch nicht ändern. So, ich bin theoretisch schon mal wieder da. Ich kann ja mal hier gucken, ob ich das über Zoom noch geregelt kriege. Gib mir nochmal 10 Sekunden. Ne, da geht's auch nicht. Egal, wir machen das jetzt anders. Ich bin heute ein bisschen. Ich finde, der Unterschied fällt gar nicht auf. Das merkt doch gar keiner. So. Versuch nochmal, dein Glück. Du bist ja recht erfolgreich gewesen, tatsächlich. Für den ersten Versuch war das nicht schlecht. Versuch's nochmal. Das ist so ähnlich, diese Aussage ist so ähnlich wie diese, war stets bemüht. Ja. Ups, da, Moment. So. Okay. Wenn du Knopf drückst, ist das. Achso, du hast gar nicht gestartet. Entschuldigung, ich wollte gerade sagen, wie spielst du denn merkwürdig? Moment. Bitte, bitte. So, jetzt kannst du anfangen. Man muss warten, bis die schöne Musik vorbei ist, wie eben. Ach, warum schimmeln die da oben rum? Hau doch ab. Oh. Hattest du noch Energie hier, Dings. Schutzschild. Naja. Aber super mit 2 Leben. Wenn du jetzt als Frosch auch noch erfolgreich bist. Falls schon Zuschauer da sind und nachher im Chat sind, können wir auch wieder Spiele nach Wunsch spielen. Wir fangen jetzt bei denselben beiden Spielen an wie letzte Woche mit Chanaya und dann gucken wir mal, wie weit es hier geht. Vielleicht lässt sich der Robin ja auch noch von weiteren Fischen fressen, da geht es ja schneller. Ansonsten hat er vielleicht Erfolg. Mal gucken. Das war aber knapp. Wow. Ein abgebrühter Frosch, der trotzdem irgendwann gefressen wird. Hi, Hallo, Happen, Muhaha. Pellet75. Um dich zu motivieren, wir mussten das Spiel im Podcast spielen. Das war ein Wunsch von einer unserer Zuschauerinnen. Ich nenne natürlich keine Namen, um dich zu verwirren. Gendern wir jetzt schon? Nein, es war tatsächlich von einer Zuschauerin. ZuschauerInnen? Nein, 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 nein. Finde ich gut. Ja, du hast noch ein Leben, du Frosch.
Komm her, du. Und das sieht Nee. nicht gut aus. Ja, wieder gefressen. Ich werde jetzt nochmal einen Versuch hier machen, weil mich stört es tatsächlich, dass ich die Kamera nicht ankriege. Aber ich versuche mal was anderes. Vielleicht kriege ich mich wieder hin. Das sieht auch noch nicht so gut aus. Ne, ich kriege mich auch hier nicht an. Ich versuche das hier nochmal. Das ist ja wirklich ein bisschen verwirrend. Ich würde gerne auch sichtbar sein. Ne, ich kriege das hier auch nicht an. Video kann nicht gestartet werden. Die Technik ist heute wirklich gut. Und ich möchte auch nicht etwas abbrechen. Egal, wir machen einfach so weiter. Ich bleibe erstmal ein Pixel. Ein Versuch noch. Rob, schreibe ich schon rein. Ein Versuch noch. Oder. Rob, Rob, Rob. Rob, 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 Rob. Einen haben wir noch. Versuch nochmal. Achso, ich muss ja wieder B drücken. Irgendwas muss ich hier drücken. B, B, Space für Start. Das bist du nicht, oder? Bist du das? Nein. Aber jetzt, wenn die schöne Musik wieder kommt. So, jetzt darfst du noch einmal die Evolution durchleben. Der Winkel ist suboptimal. Das sieht aus, als hätte ich das Doppelkind meines Lebens. Du hast das Doppelkind deines Lebens. Manchmal ist es ein Vorteil, wenn man nur Pixel ist. Ich kann mich auch einen Tick lauter stellen. Das kann ich sehr gerne machen, ja. Wenn ich auch das Bild nicht ankriege, die Stimme kann ich noch manipulieren. So, jetzt bin ich lauter. Bitteschön. Ich kann das Mikro noch mal ein Stück näher zu mir ziehen. Die Kamera kriege ich irgendwie aber nicht an. Wir werden nachher noch in meinem zweiten Stream das Ganze wieder mit Bild haben. Ich müsste nur vorher den Stream resetten. Sascha, wir haben Leben verloren. Was ist denn los? Ja, wie soll ich denn spielen, wenn du aus dem Bild rausklickst, Und, Entschuldigung, ich bin auch noch schuld. Du hast ja leider recht. Warte mal. Stirb einfach mal und spiel noch mal. Wir wollen noch mal eine richtige Version sehen. Hier, komm. So, jetzt geht's noch mal los. Ich vergesse immer, dass du ja dich auf meinem Computer rumtreibst. Das ist sehr verwirrend. So, wir versuchen es nochmal. das klingt sehr verwirrend. Ja. Du stehst jetzt in der Tabelle. Der schlechtesten Spieler. Ja. So. Jetzt gucken wir nochmal, ob es jetzt funktioniert. Na komm. Liebes Programm, wir wollen jetzt nochmal starten. Genau. So. Bö. So, jetzt kannst du nochmal. Achtung, es geht schon los. Nicht, dass du eine wichtige Sekunde in der Evolution verpasst. Dafür ist es zu spät. Der war gut. Dein erster Versuch war irgendwie besser vorhin. Wenigstens ist die Musik nicht ganz so nervig wie bei manchen anderen Spielen. Ja, aber sie ist unpassend, finde ich. Aber jetzt lasse ich mal nicht von den Fischen fressen. Das wäre ein Erfolg. Sag mal, dreimal klappt das nicht. Das ist doch mathematisch klar. Beim dritten Mal wärst du gefangen. Wie gesagt, falls im Chat jemand ein paar Spielevorschläge hat für C64-Spiele, die man einfach starten kann und die nicht so schwierig sind, kann man sie gerne in den Chat reinschreiben. Eine Idee habe ich noch. Wir machen, wie gesagt, nochmal so weiter wie letzte Woche bei Shania und gucken dann mal, was dem Chat noch einfällt, falls dem Chat etwas einfällt. Die Fliege fliegt ja einfach mal dahin, wo ich nie im Leben hinkommen könnte. Tja, auch die Fliege möchte nicht gefressen werden. Das ist doch verständlich.
Das war jetzt gemein. Ja. Oh Gott. Stimmt, darüber darf man nicht nachdenken. Die Fliege ist unter Wasser. Naja, gut, okay. Dann sind es vielleicht Fliegenlarven oder Mückenlarven. Dann müssen wir es mal anders definieren. Aber Unterwasserfrösche gibt es. Hä? Du bist leider gefischt worden. Also, warte Verfischelt. mal. Hi happen, huhaha. Wahrscheinlich, ja. Ich versuche jetzt immer noch mal was hier, weil mich das tatsächlich immer noch verwirrt, dass ich hier nicht. Ne, geht auch nicht, was ich hier will. Dass ich nicht. Oh Mann. Ich kriege hier die Kamera nicht an. Das ist wirklich nervig. Warum nicht? Lässt sich nicht ändern. Okay, wir machen mal einen zweiten Test und gucken mal, wie das läuft. Lassen uns dann mal überraschen, ob das technisch klappt. Warum soll die Technik auch funktionieren? Doch, doch, hier ist es so. Bisschen schneller da aktivieren, damit wir schneller fertig werden hier. So. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gespielt hattest. Das ist ein Geschicklichkeitsspiel, also eigentlich genau das, ein Denkgeschicklichkeitsspiel, genau das, was du letztes Mal immer sehr gerne mochtest. Ich weiß nicht, ob du mit der Version schon mal was versucht hattest, aber das gucken wir gleich mal. So. Zum Glück hört man deine Geräusche wenigstens. So. Lieber Computer, ich möchte gerne eine Diskette wechseln. Darf ich das? Ja, darf ich. So. So, wenn du bereit bist, ich gucke mal kurz, der Stick im richtigen, ich glaube, muss ich einmal wechseln. So, ein Spielerspiel. Du musst versuchen, eine Kugel ins Ziel zu bringen. Das ist der Sinn des Spiels. Und wir gucken, ich soll hier einmal, toll, irgendeiner hat jetzt gedrückt, das war ich nicht, aber egal. So, ob wir einmal speichern zwischendurch, ganz kleinen Moment. So. Du bist das kleine, der Zauberer, beweg dich mal. Ne, bist du das? Du bist das, ne? Ich würde es behaupten, ja. Ja, hallo Michael, schönen guten Abend. Und nein, meine Kamera ist nicht kaputt. Ich kriege sie nur nicht aktiviert, ohne den Stream zu beenden. Und deswegen bin ich heute verpixelt. Da oben löst sich eine. Also, wir starten es nochmal. Dann siehst du das. Da oben ist eine Kugel. Die löst sich irgendwann. Und fällt dann sozusagen runter. Du musst verhindern. Du musst sie in das Innenfeld leiten, wie auch immer du das machst. Und wenn sie da zum Beispiel. Und du kannst mit Knopfdruck einen Stein setzen, dunklen. Oder dunkle Steine mit Knopfdruck entfernen. Dunkle Steine, das sind helle Steine. So, und du musst halt gucken, wenn die Kugel jetzt losläuft, hast du ja schon ein kleines Problem. Beziehungsweise mal gucken, ob du ein Problem hast. Ja, Michael, ich wollte den Witz vorher wegnehmen. Genau. Jetzt musst du gucken, wie du die Kugel da oben. Wie komme ich überhaupt da hoch? So wie du es eben angefangen hast, mit Steinen was bauen. Du kannst mit Knopfdruck einen Stein platzieren. Mit Knopfdruck unten einen nach unten, mit Knopfdruck rechts, glaube ich, nach rechts, muss man probieren. Du kannst Steine setzen. Aber du sollst die Kugel ins Feld reinbringen, nicht dich. Ist vielleicht jetzt für den Ball taktisch unklug, wenn du da einen Stein vorlegst, aber versuch erstmal die Steuerung hinzubekommen. Nicht bewegen, Knopf drücken oder runterdrücken. Genau, da legst du oben einen hin. Genau. Und wenn du jetzt, glaube ich, nach unten drückst und Knopf, dann würde er ihn da genau reinlegen, wo du eben warst. Genau. Das hilft jetzt nicht so richtig, aber die Grundidee ist richtig.
Aber ich kann jetzt nicht springen und unter mir platzieren. Nee, aber du hättest ja von der anderen Seite eine Treppe bauen können, zum Beispiel, ne? Oder nicht? Nee. Nee, das geht ja nicht, weil du kannst ja quasi nicht drüber Es gab. Also, an den. deine Schwester war ein paar Sekunden mit dem Level durch. Ich habe vergessen, wie sie es gemacht hat. Es geht auf jeden Fall. Müssen wir nochmal nachdenken. Ist eine gute Frage. Nee, ich glaube, man kam von der linken. Kann man doch von der linken Seite hoch, ne? Würde ich mal behaupten. Weil du hast ja recht, wenn du da einen hinsetzt, kommst du auch nicht vorbei. Logisch. Alien-Syndrom haben wir noch nicht probiert. Was auch immer das für ein Spiel ist, ich kann mich gerade nicht erinnern. Können wir gerne nachher mal versuchen. Aber ich weiß auch nicht, was es ist, ehrlich gesagt. Wo wir vorhin von Nervtöten gesprochen haben. Das ist vielleicht die falsche Stelle, wo du den Geist gefangen hast, aber ja. Was auch immer du da tust. Wenn du den Level nochmal neu starten möchtest, kann ich auch einmal Escape drücken, oder kannst du auch, ne? Also wenn du jetzt nochmal dich verbaut hast oder so. Möchtest du nochmal neu starten? Nein. Okay. Jetzt zieht er die Energie ab, das ist nicht gesund. Weil jetzt hast du die Kugel gestartet, jetzt fällt sie da unten hin. Das ist natürlich genau perfekt, weil jetzt ist der Level beendet. Die Kugel wird dort nie Das wieder ist raus. jetzt blöd. Ja, deswegen machen wir jetzt das. Okay, nächster Versuch. Achso, du startest da oben, deswegen war es leicht zu lösen. Okay. Das war, glaube ich, auch nicht schlau. Außerdem bist du sehr schnell. Eigentlich ist das ein Spielkonzept, was du immer recht schnell übersehen hast, sowas. Aber da wirst du jetzt auch nicht weiterkommen. Und nochmal. Das erstaunt mich jetzt. Aber egal. So wird es vielleicht ja auch gehen, aber das ist schon eine etwas merkwürdige Taktik. Kann ich dahinter einsetzen? Ja, kannst du. Auf den Stein rauf und dann nach unten und Knopf, glaube ich. Oder schräg und Knopf, irgend sowas. Ja, genau. Jo, das sieht gut aus. Ist allerdings der komplizierteste Weg, den ich in diesem Level je gesehen habe. Aber gut ist er. Man hätte einfach einen Stopper in die zweite Ebene setzen können, den Geist einsperren, wäre ja runtergefallen. Aber so geht's auch. Nächster Versuch. Das müsste schon reichen, ne? Nein, es reicht nicht. Du siehst den Fehler. Ja, ich muss da hoch. Genau. Eigentlich müsstest du noch einen Stein jetzt wegnehmen. Ja, genau. Zum Beispiel den. Ach du grüne Neune.
Erst laufen, dann denken. Das sind die besten Runden. Ja, wir starten dann gleich nochmal wieder. Ja. Es ist sogar Game Over, schade. Aber ey, das Grundprinzip ist doch eigentlich ganz nett, oder nicht? Das Grundprinzip ist ja. Und irgendwann hat man auch die Steuerung raus. Im Chat kam Alien-Syndrom. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber da wir ja Wünsche des Chats gerne versuchen zu erfüllen, gucke ich mal, ob ich das finde. Ich weiß aber auch denn, tatsächlich nicht, was das Schönes ist. Gucken wir mal. Das dauert wieder einen kleinen Moment, weil ich ja da erstmal suchen muss, ob ich das überhaupt finde irgendwo. Alien-Syndrom hieß das, ne? Glaube ich ja. Schauen wir mal. Da ist es. Was auch immer das ist, lassen wir uns mal überraschen. Ein Run and Gun, das kann sehr gut sein. Wir lassen uns mal überraschen, Michael. War ja ein Wunsch aus dem Chat, also gucken wir mal auf das, was für Robin ist. Drück mal einen Knopf, ob du. So. Schauen wir mal. Turn Disk Over ist super. Wie soll ich denn die Over. Ich habe keine zweite Diskette gehabt. Tolle, ah, da doch. Turn Disk Over, das ist immer sehr niedlich. Nicht Smart Attach, Moment. Diskettenwechsel. Ein virtueller Diskettenwechsel ist immer schwierig. Ich gucke gerade auf eine Sanduhr, das ist auch schön. Dabei möchte ich nur meine Diskette wechseln. Ah, danke schön. Oh Mann, das kann doch nicht sein hier. Das ist ja. Also heute scheint mal wieder alles perfekt zu laufen. Würde ich jetzt nicht so unterschreiben, aber Ja gut, du hast ja schon mit dem Kampf gegen einen Computer gestartet. Ich habe verloren, ich bin verpixelt worden. Also es passieren manchmal Dinge, die sind merkwürdig. So, jetzt gucken wir hier nochmal rein. Dann ist es das hier. Und jetzt müsste das doch tatsächlich funktionieren. Gucken wir mal. Bitte nicht die Maus bewegen. Danke. So. Wir spielen ohne Trainer, oder? Willst du Trainer anschalten oder nicht? Nee, brauche ich nicht. Gut. No. Schauen wir mal. Oh, sieht ja schon mal sehr charmant aus. Run and Gun könnte passen. Mal gucken. Von Sega. Es war ein Automat auf jeden Fall. Okay, versuch mal zu starten. Player One, select your character. Die sehen aber alle sehr ähnlich aus, aber egal. Das waren ja viele verschiedene Charaktere. You have comrades have been captured by the aliens industry. Nee. Round One. Dann wollen wir mal gucken, Pellet, ob der Robin das auch liebt, wenn du das damals geliebt hast. Mal gucken. Okay. Achso, Greco hat das auf der Fähre nach England immer gespielt. Oliver hat es auch sofort erkannt und Hinweis aus dem Chat muss man nur ein bisschen üben, ja. Okay. Was hast du jetzt gemacht? Schon zu Ende? Das ging schnell, was auch immer. Ich habe gar nicht hingeguckt in der Sekunde. Ich Ja, weiß du bist nicht. schon gestorben. Okay, starte nochmal. Warum sehen die Charaktere alle gleich aus? Sehr strange.
Vielleicht kann jemand in den Chat schreiben, ein paar Tipps geben. Also ich kenne es, wie gesagt, nicht. Ich glaube, ich habe den Automaten mehr mal gesehen, aber die Umsetzung kenne ich definitiv nicht. Eine andere Frage bis wann haben wir eigentlich? Wir streamen wieder gegen 21 Uhr und treffen uns 20:30 Uhr. Also wir können noch einen Augenblick, kein Stress. Achso. Außerdem sind die nachher mitstreamen, schon teilweise im Chat. Also alles gut. Was macht denn dieser winkende Mensch? Mit Vorsicht an die Gegner ran, ist ein guter Tipp schon mal. Das ist nicht Wo kommen die Vorsicht. jetzt her? Vor allem, wie sehen die aus? Aber das ist eine Sache. Ich finde, die sehen etwas merkwürdig aus. Ich habe da komische Assoziationen, ehrlich gesagt. Ich werde Sag es nicht. von Minecraft-Schnitzeln verfolgt. Okay. Du musst da, glaube ich, nicht unter den Figuren stehen. Also ich muss sagen, so ein paar Sekunden hältst du dich. Aber du wolltest ja kein Trainer. So. Starte bitte nochmal. Man kann zwischen männlich und weiblich wählen. Ah, okay. Knopf. Ich warte jetzt so auf den Metal Drop, aber naja. Oh, das hat schon gut funktioniert. Vor allem, was macht der Weiße da oben? Aber egal. Es ist anscheinend wirklich nicht einfach. Ah, du konntest ihn aufsammeln. Die Weißen muss man aufsammeln, okay. Die Weißen sind Wissenschaftler zum Retten. Und die anderen Ja, sind. oder Wissenschaftler beim Versuch zu sterben. Naja, der Wissenschaftler war gerade nicht das Problem. Drück nochmal, bitte. Drück, genau. Also einfach ist es definitiv nicht, zumindest sieht es nicht einfach aus. Und der Tipp von Oliver aus dem Chat, langsam an die Gegner ranpirschen, ist vielleicht wirklich notwendig. Man sollte im Level alle Wissenschaftler retten, sonst geht es nicht durch den Ausgang. Okay. Immerhin hast du zwei Wissenschaftler gerettet. Das ist schon mal ein guter Anfang. Dann dritter. Warum schon wieder so eine zusammengerollte Alien-Mutation? Nicht so nah an die Aliens ran. In den Wänden sind Kästen, da bekommt man Laser und Hilfsroboter. Okay. Ach, das ist doch ein doofes Spiel. So, einen hast du noch. Der Anfang war ja schon mal eben besser. Ich hätte gerne einen Aimbot, wenn es das gibt. Keine Ahnung. Im Chat hört man schon wieder Mimimi, okay? Nein, das ist noch kein Mimimi. Mimimi ist lauter bei Robin, oder? ihr könnt auch gerne noch mal wieder sagt, weitere Vorschläge reinschreiben, weil ich weiß ja nicht, wie lange dieses Spiel noch zumindest ohne große Übung motiviert. Ich finde es jetzt ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Die Idee finde ich ganz nett. Aber es ist wirklich ein Spiel, was man ein bisschen spielen muss. Zum ersten Boss schaffst du, schreibt Oliver. Ich halt gegen. Aber mal gucken. Die Frage ist, ob ich das will. Das ist ja. Naja, gut, das ist in diesem Stream nicht die Frage, aber. Ja. Dein Aimbot wird gerade verlacht. Ich habe das Gefühl, deine Figur fühlt sich von diesen merkwürdig geformten Gegnern angezogen. Ich vermute, dieses Spiel muss etwas taktischer angehen, ist zumindest meine Vermutung. Es ist für mich kein Run and Gun, wenn ich Taktik benutzen muss. Das ist ein taktisches Run and Gun. Ja, wir versuchen es ein weiteres Mal. Die haben Hunger, aber ist an Robin so viel dran? Ich weiß nicht. Nein. Bubble Ghost, ja, das können wir auch gleich nochmal gerne versuchen. Einmal versuchst du das bitte nochmal und dann starten wir Oh, nochmal. Geschicklichkeitsspiel, Alter, Mensch, habt ihr nichts Vernünftiges? Wir versuchen es doch, wir versuchen es doch. Drücken.
Denkspiel hat nichts mit Geschicklichkeit zu tun. Drücken. Tu ich doch. Du klippst, tickst nur da unten rum. Ja, ich weiß. Ich versuche Ladezeiten zu vermeiden. Jetzt klappt's aber. Wenn der Bildschirm sich langsam bewegt als meine Figur. Ja, genau. Das Scrolling ist nett, aber gewöhnungsbedürftig, weil es von selbst scrollt. Da gebe ich dir recht. Das ist im ersten Moment irritierend, wenn man zu nah am Rand ist und es nicht nachscrollt. Aber ich glaube, da kann man sich dran gewöhnen. Och Mann. Und wieso können die durch. Können sie nicht. Das ist eine extra Wache. Wow. Das sieht gut aus. Neben der Map war eben noch ein Laser, wer gerade geschrieben hat. Das Ding ist ja schon mal nicht schlecht. Hoffen wir, dass es noch länger hält. Ja, ich kann die Monster in Brand setzen, aber den Wissenschaftler, den ich gerade vorher unterm Hintern gemacht habe, der. Hey, Emotion! Der Ton war gut. Ja, wolltest du noch eine Runde oder möchtest du lieber die Mischung aus Geschicklichkeit und Denkspiel haben, die uns der Palette vorschlägt? Ich möchte einen Ego-Shooter. Falsches System. Okay, wir nehmen mal das Bubble Ghost gerne. Ich suche das mal raus. Ich suche das mal raus. Das werden wir hoffentlich unter B finden. Ich Au! glaube. Selber schuld. So, Bubble Ghost. Wo haben wir es denn? Bubble Ghost. Aimbot Ego Shooter, genau. Das sind Wünsche, das ist unglaublich. Bubble Ghost. Meinetwegen auch ein Aufbauspiel. Ich habe auf so einen Bums keinen Bock, wo ich Tja. sterben kann. Ja gut, man kann leider bei vielen alten Spielen sterben. Aber man kann sich auch anstrengen und dann wird es vielleicht besser. Aber du warst ja eben Man schon kann es auch lassen und bessere Spiele spielen. Grundsätzlich ist das auch richtig, aber auch da kann man sterben. So, wir gucken mal, was Bubble Ghost ist. Vielleicht ist das ja was für dich und ansonsten darf der Chat ja auch noch weiter Dinge in die Runde schmeißen, die vielleicht heute hier noch begeistern werden. Ich höre aus dem Chat nur Mimimi. Ich glaube, die meinen dich. Nö, der mag das nicht. Der Zack, stellt sich ja zack. nicht richtig an. Ja, So. Ja, aber Elden Ring gibt es nicht auf dem C60, Oliver. Das wäre irritierend. So, One-Player-Game. Elden Ring spiele ich tatsächlich auch nicht, also von daher ist mir das relativ egal. Bitteschön. Du kannst jetzt pusten, glaube ich. Ich glaube, du solltest die. Ich vermute, du musst die. Ich bin in mehreren Ebenen verwirrt. Ja, das sieht man gerade. Pust. Ja, guck mal, siehst du, du kannst den Ball sei schon, die Seifenblase pusten. Jetzt nur die Frage, wohin? Wieso dreht er sich, wenn ich mich bewege? Was soll das? Aber der ist doch niedlich. Guck mal, wie niedlich er das macht. Sieht aus wie ein benutztes Kondom. Aber du hast die ersten Bereich schon mal geschafft. Halle 2. Was ist das hier? Macht die Seifenblase kaputt. Das ist gut. Das ist tatsächlich ein Denk- und Geschicklichkeitsspiel. Andere Schräge, genau, ja. Pusten, pusten. Das Wenn Spiel du ist jetzt gut. Blasen gesagt hättest, wäre das um einiges subtiler gewesen. Deswegen sagte ich pusten. Ich denke manchmal an die Wortwahl. Manchmal. Ah, schöner Vorschlag, Pelle. Das Spiel ist lustig. Das habe ich auf dem anderen System auch gespielt, das mochte ich ganz gern. Kannst du mal bitte durchs Ziel, das Piepen geht mir auf den Zeiger. Ich glaube, wenn das Das Ziel ist nicht auch mal. so eine Sache von den alten Spielen. Die Wenn's geht. haben es auch alle geschafft, das möglichst. Wenn du gegen die Mauer schießt, ist es, glaube ich, vorbei. Peng.
pusten. Ups. Was? Was ist denn passiert? Drück mal Knopf, bitte. Okay. Pusten. Ich höre aber gerne gerade diesem superschönen Sound zu. Ja, ist toll. Wenn du mir meine Ohren zerstören willst. Du zerstörst mir meinen Lebenswillen. Also von daher ist das hier... Mit einem kleinen, niedlichen Geist, der eine Seifenblase pustet? Außerdem habe ich das Spiel nicht ausgesucht, davon mal ganz abgesehen. Gut, dann zerstört der Chat eben mein Lebenswillen. Letztendlich kommt es aus gleich daraus. Ja, mit der Formulierung kann ich leben. Aber wie gesagt, es ist ein niedlicher Geist, der pustet. Also da gibt's Schlimmeres. Es gibt aber auch Besseres. Ja, aber das sieht ganz nett aus. Also wirklich jetzt... Ich vermute, dass die Kerze... Die Musik wird ja immer schlimmer. Ich vermute, die Kerze ist nicht gut. Wie kommst du denn darauf? Oh, Feuer und Seifenblasen, wer weiß. Mann, diese Steuerung. Ah! Peng. Aber das finde ich jetzt echt ganz nett, das Spiel, muss ich sagen. Das gefällt mir. Hä? Du hast es angetitscht. Du darfst nur pusten, nicht berühren. Kann er durchfliegen? Eben anscheinend nicht. Oder es war zu lange über der Hitze. Ich habe keine Ahnung. Auf dem Amiga war die Steuerung einfacher. Gut, das hilft uns jetzt auch nicht. Da ging es mit der Maus. Aber ich finde es jetzt ehrlich gesagt sehr hübsch gemacht. Und das Gute ist ja, dass wir Abstand haben zum zweiten Mitspieler und dass er seine eigenen Zimmer zerstört. Das ist sehr angenehm. Nein. Das war nur eine Flasche. Achso, okay. Komm. Versuch nochmal zu pusten. Ich pumpe Luft in mein Gehirn. Ich pumpe Luft in mein Gehirn. Ich pumpe Luft in mein Gehirn. Wenn du dir dabei den Geist anguckst, das. Okay. Und jetzt kannst du die rauspusten, die Luft. Genau. Wie gesagt, weitere Vorschläge, die wir nochmal anpacken sollen, gerne in den Chat. Der Robin spielt sehr gerne Spiele, wo man nachdenken muss und hat so ein bisschen Probleme mit Geschicklichkeit heute. Ich habe ein Problem mit scheiß Steuerung. Bombusel, ja, das ist auch eine schöne Idee. Habe ich irgendwas letztes Mal vor 20 Jahren gespielt, das war aber damals gut. Gucken wir gleich mal. Wir schauen mal, wie lange der Geist jetzt noch Luft hat. Und dieser Abschnitt hat echt einen charmanten Ton. Das heißt, ich werde jetzt hier ganz lange verbringen. Oh, Oliver, das ist schlecht. Wenn du einen Favoriten ihm vorschlägst, er ihn gleich zerlegt, das wäre... Aber wir gucken gleich mal. Bombusel mochte ich früher auch total gerne. Aber man kann es der Jugend heute ja nicht mehr recht machen. Das merken wir ja immer wieder. Man könnte auch einfach Spiel... Nein, Quatsch, das funktioniert wahrscheinlich auf diesen alten... Das einzige... Also, solange irgendetwas nicht mit Maus und Tastatur steuerbar ist, das ist für mich schon mal schlecht. Der Deflektor dreht da durch. Das riskieren wir nicht, Oliver. Das habe ich schon mal... Aber wir gucken gleich mal nach Bombusel, glaube ich. Falls er diesen Level schafft und ich diesen Ton mal aus dem Gehirngang wieder rauskriege. Pusten! Pusten! Ich weiß auch nicht, warum hier die Leute im Chat immer vorhaben, jemanden, einem Fahranfänger, ein Fahrrad und gleich die Stützräder abzumontieren. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe immer das Gefühl, sie wollen dir eigentlich helfen und ihnen ihre Vorlieben aus der Jugend zeigen. Ja, ihre Vorlieben aus der Jugend sind mir relativ Wumpe. Enforcer kriege ich, glaube ich, nicht zum Laufen, Greco, aber er wollte ja keine Shoot'em-ups in der Form, glaube ich. Aber wir spielen, wir gucken gleich mal nach Bombusel und dann können wir nochmal weiter entscheiden. Außer ich habe bis 3 einen Tinnitus. Oh, das ist ein schöner Ton. Das ist echt super. Kannst du mal die Level bitte schaffen? Danke.
Ich stelle deinen Joystick um und blast das Ding selber raus, ja. Kannst du bitte mal auf? I keep rolling, 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 rolling. I keep. Mano. Jetzt reicht's. Jetzt bist du das fliegende Kondom. Ich kann's aber auch nicht. Okay. Ich wollte nur, dass der Ton aufhört. Du bist dran. Oh, ist das. Der Ton ist echt nervig. Oh, das ist. Entspannt, oder? Stirb oder puste! Das ist nicht anders. Puste oder stirb? Egal, Hauptsache das Geräusch ist weg. Das ist wirklich unangenehm. Ja, wir können auch ein Spiel spielen, wo der Oliver, der im Chat ist, dran mitgewirkt hat. Wir gucken mal. Ach, viel besser. Es wird dann aber wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass er mit einer weniger freundlichen Erfahrung aus diesem Stream geht. Vielleicht wird es ja dein neues Lieblingsspiel. Abhängig davon. Rolling Ronny, kommen nur Vorschläge von Spielen, wo Oliver mitgemacht hat. Wen wollt ihr jetzt frustrieren? Oliver, Robin? Ich habe keine Ahnung. Wir nehmen mal tatsächlich. Wieso habe ich das blöde Gefühl, dass ich erst die Kerze auspusten hätte müssen? Es kann sogar sein. Das kann sogar ein Think Cross ist ein. Think X, ja. Think Cross ist ein Vorschlag. Mal gucken. Falls du nicht weißt, wie es geht, wäre einer der. Ich hab's nicht. Wieso das nicht? Ich hab das nicht. Ist es nicht in der. Da, doch, hier ist es. Mann, ey. Ich hoffe, das ist es. Können wir nicht Barbie spielen? Oh, der Satz ist schon mal sehr gut. einmal kurz gucken, Oliver, was das hier ist. Das weiß ich nicht. Wir werden es ja sehen, wenn es startet. Die wenigen Spiele, die ich wirklich gut fand, waren Decathlon, das Olympics-Dingens von Decathlon, hier den. Ich weiß nicht, ob es das hier ist, Oliver. Ach, Olympics. Es kann natürlich sein, dass es durchaus falsch geschrieben ist und dass hier was anderes ist. Wir schauen mal hin. Manche von diesen Denkspielen mit den Zahlen. Ich habe aber vergessen, wie es hieß. Es ist Blue Angel zum Beispiel. Das war auch nett, ja, das stimmt. Geht es hier nicht los? Mal gucken. So. Wahrscheinlich was anderes. Ich vermute, ich hab ein falsches Spiel geladen. Werden wir aber gleich sehen. Ist das was anderes oder ist es das? Nee. Ich vermute, das ist was anderes, oder? Mal gucken. Ach, schau mal. Ne, wir haben keinen Code. Das ist es nicht. Okay, habe ich mir fast gedacht. Ich gucke mal, ob ich das mit einer anderen Schreibweise finde. Ach, bitte nicht die Maus bewegen, während ich ein Spiel suche. Danke. Warum habe ich überhaupt Mausrechte? Schreib doch ist richtig. Okay. Ja, was denn nun, Oliver? Wir gucken nochmal. Vielleicht ist es das doch. Mal gucken. Das ist es doch, oder? Ich glaube ja. Oliver, schreib bitte sonst gerne was in den Chat rein, was er machen muss oder wie man helfen kann. Die haben das Titelbild rausgehauen. Das war von dir. Das ist gemein, oder? Das ist wirklich gemein. Versuch mal zu starten, Robin. Ich habe keine Ahnung, was da kommt. Okay. Das sieht schon mal wie ein Spiel aus, was Robin mag, aber vielleicht sollten wir ihm kurz erklären, wie es geht. Oder er versucht es selber. Man muss gleichartige Blöcke zusammenführen. Also die 8 zu 8, die 4 zu 4 und sowas meint er wahrscheinlich. Ich erinnere mich an das ähnliche Spiel, das wir, glaube ich, schon mal gemacht haben. Das Teil hat Gravitation. Okay. Versuch mal, die 3 da oben zu bewegen, die obere linke. Dann weißt du vielleicht, wie es geht. So geht's auch. Okay, das ist wohl das Prinzip. Okay. Ja, so funktioniert es genau richtig. Der Level sieht hier zumindest noch schaffbar aus, wenn ich auch nicht gerade die zweite 7 ist da unten, jetzt sehe ich sie.
Das sieht jetzt ja noch schaffbar aus. Mal gucken, was danach kommt. Vermutlich den ersten Level geschafft, genau. Das sind jetzt drei Einsen, Vorsicht. Damit dürftest du den Level nicht mehr schaffen. Die drei, du machst, glaube ich, gerade. Ich würde vermuten, du hättest Dreierhäufchen machen müssen. Gibt es da auch eine Escape-Taste zum Neustarten, Oliver? Da gibt's mehrere. Fuck Das me. sagte ich doch gerade. Ich glaube, es ist. Ich versuche mal Escape. Ja, es ist Escape. Ach so, dann geht's. Escape ist ganz raus. Das ist nicht gut. Wie kann man denn den Level neu starten? Okay, das war nicht Escape. Aber egal, die ersten beiden Ich Spieler. schätze mal mit dem Code oder so. Es ist Space, alles klar. Ich habe Escape gedrückt, Entschuldigung. Egal. Drei Level. Ach so, try again, yes. Okay. Gucken wir mal, ob es nochmal geht. Das ist der Level. Alles gut. Das heißt, du müsstest die. Gute Frage. Das wird ja nichts nützen. Okay, egal. Ich weiß noch weiß Also ich. 3 und 7, 3 und 1 muss ich Link, erstmal links, link, vor. links wird es ja erklärt, wie oft welcher Stein da ist. Ja, 1, 3. Sind dreimal da, ja. Ist halt ein Denkspiel, genau. Fünf ist ja auch gefahrlos, genau. Ach so, du kannst ja jetzt auch. Ne, alles klar. Das wird spannend. Zwei, genau. Im Chat wird das Spiel schon gelobt. Das wird Oliver freuen. Aber ich finde es auch gut vom Konzept her, aber einfach ist es trotzdem nicht. Es ist schon das Problem, dass es, glaube ich, nicht mehr geht, oder? Und der Ansatz war gut, aber wie kriegst du jetzt die 3 da über die 1 rüber? Das könnte schwierig werden. Und von vorne, schreibt Oliver. Nee, ja, Ja. ich muss die erst irgendwie zur Seite Ja, wegkriegen. so was mal. War aber guter Ansatz auf jeden Fall. Jetzt wissen wir, dass wir da einfach nochmal neu starten können. Aber das ist ja das, was du schon mal gespielt hast, in der Richtung zumindest. Ja, aber solche Spiele regen mich auch nicht auf. Was für dich gut ist, fürs Publikum nicht. Das fürs Publikum auch ist auch fürs Publikum ist auch gut, weil letztendlich ziehe ich da nicht deren Spiele irgendwie Das ist richtig. Und runter. du zeigst Spiele, die auch dann vielleicht mal andere wieder spielen, weil auch der Pellet schrieb ja eben. Dass er es nicht kannte und sich freut, dass er es hier gesehen hat. Also. Ich hätte wahrscheinlich erst die 1 hier rüberziehen müssen, damit dann wäre das nämlich um einiges Ja, einfacher gewesen. du hast hier jede Möglichkeit nochmal wieder. 9 Minuten 12 hast du ja Zeit pro Level. Alle 5 Level gibt es eine neue Grafik. Das ist ein Civerity-Spiel, ja, genau. Und im Chat ist einer der Mitentwickler. Also, wenn ihr Details fragen zu den Pixeln habt, könnt ihr sie direkt an V3TO stellen. Irgendwo habe ich es aber schon mal gespielt. Ich weiß nicht mehr. Moment, wenn ich jetzt schon, da kann ich jetzt schon die 3 rausnehmen. Ja, du könntest ja auch eine Zahl ganz rechts parken oder so. Ich habe keine Ahnung.
Ich muss quasi die 7 und die 5 jetzt wegnehmen, dann kann ich nämlich die 3 rüberziehen. Dann muss ich die 4 und die 8 und dann kann ich die andere 3 rüber. Ja, Die. dann platzt aber die 1 und dann hast du da schon wieder ein Problem. Die 1 musst du vorher runter. Keine Ahnung. Ehrliche Antwort? Keine Ahnung. Ah, nee. Also sobald du die 3 wegziehst, löst. Nee, bleibt die 1 stehen oder fällt die runter, die Zahl? Die 4 Nee, ja die fällt runter. runter. Ja, aber dann ist ja schon vorbei. Das heißt, die 3 darfst du ja nicht wegziehen. Das heißt, du Ja, musst die ein. Eins müsste quasi. Das heißt, man kann es jetzt schon wieder nicht mehr schaffen. Man müsste eigentlich die eine 3 von oben runterfallen lassen, zwischen die 2 und 3, die unten stehen. Ja, die andere drei ist aber da. Ja, aber du hast ja eine 3 von oben runtergeholt, die hättest du nicht runterholen dürfen. Vielleicht. Vielleicht ist es ja schon wieder unlösbar. Nee, ist es nicht. Okay, dann lösen wir. Oliver schreibt, es ist wahrscheinlich nicht mehr lösbar. Ich glaube es auch nicht, aber wir gucken mal eben. Weil die 3 kriegst du nicht rüber und die löst sich aus, wenn du hingehst. Ah, was versuchst du jetzt? Okay, interessante Variante, mal gucken. Und damit ist sie Ach schon auch so, die weg. löst sich auch schon auf, wenn ich nur daneben. Ich dachte, die fällt runter Ja. und sofern sie. Ah, ne, na gut, dann nicht Löst sich mehr. leider auch schon auf, wenn du dann. Wusste ich aber auch nicht. Aber das, man nähert sich Dachte langsam. erst, wenn die alle, wenn die auf einer Linie ist quasi, aber liegen, nicht Eine dran reine vorbeifallen. Berührung reicht anscheinend völlig aus. Aber sehr fair, dass man anscheinend beliebig oft wieder den Level starten kann. Das finde ich schon mal sehr angenehm. Ich vermute, dass die 3, die du jetzt da oben hast, die musst du erstmal oben lassen, unten die 3 so hinlegen, dass die obere 3 zwischen zwei 3 fällt. Aber das ist nur eine Theorie. Kann aber auch falsch sein, Ja, weil. ja. Nee, stimmt aber ja auch nicht. Stimmt ja auch nicht. Ich muss sagen, für den zweiten Level nicht einfach. Was machst du denn mit der 1 da oben? Musst du die 1 erst ganz wegschieben? Nee, doch, das geht. Die 3, die. Oh Gott. Ich hätte eine Idee, aber versuch du mal selber. Das ist ganz schön Na, vertrackt. ich muss jetzt ja, ich muss ja prinzipiell Die 3 und die 1 dürfen nicht die drei in wegkriegen. einem. Ja, du musst also, klar. Die 2, die 4 und die 8 vorher durchschieben, genau. Und zwischendurch die 1 und die 3 noch irgendwo anders lagern. Das ist nicht einfach. Kannst ja rechts noch Zahlen zwischenlagern, aber. Für den zweiten Level? Meine Güte. Man könnte die 5. Die 5. Du könntest die 5 runterholen, 3 nach rechts schieben, die ganzen 3 anderen nach rechts schieben und die 5 auflösen. Aber es nützt nichts, wenn du die 3 nicht wieder rüberkriegst. Geht auch nicht. Vergiss es. Ja, das Problem ist, wenn ich die 1 zwischen den 3 habe, Genau, dann ist das ist Thema schon. gegessen. Das ist korrekt. Das heißt, die 1 muss. Müssen sich da alle gleichen Ziffern auf einmal auflösen? Ja, das ist Ja, leider korrekt. das ist das Problem. Das ist leider korrekt, ja. Und wir haben mit der 1 und der 3 natürlich ein Problem. Also, nicht wir. Im Endeffekt hat Robin ein Problem, aber ich könnte jetzt auch nicht mal eben kurz sagen, so wär's. Über der 2 einen Stapel bilden, dass man die 3 nach links schieben kann. Über der 2 einen Stapel bilden. Ja, wie gesagt, jetzt ist sowieso neu. Pack dir das mal so hin, dann habe ich nämlich ein bisschen mehr. Ja, ist ja, zumindest ist ja nicht falsch so. Jetzt kannst du die 2 ja zumal auflösen, wenn du willst. Das habe ich auch vor. Ich Dann muss kannst dann du die, quasi die. die 4 kannst du auflösen. Ich mache erstmal die anderen. Die 4 kann ich nämlich nicht auflösen, weil Doch. ich die 3 ja dann runterfallen Das lassen macht ja müsste. nichts. Du kannst hier oben in der zweiten Ebene liegen lassen. Ach so, ja, gut, das Das ginge ist ja auch. faktisch egal. Ich glaube, der Weg ist gut, den du jetzt machst. Ich würde mal sagen, so kann man es lösen. Jetzt die 5, genau. Richtig, der Dattler TL hat es gemerkt. Die Dreierziffern sind ein Problem. Also die dreimal vorkommen. Und ich habe das Gefühl, die nächsten Level würden noch viel, viel fieser werden.
Wie oft gibt es da Passwörter, Oliver, dass wir es notfalls notieren können oder uns merken können? Ich habe eben bei dem Level kein Passwort gesehen. Und jetzt hast du es ja geschafft. Jetzt brauchst du nur die rüberschieben, dass du genau. Das sieht alles sehr gut aus. Jetzt Vorsicht, 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 Vorsicht. Ich muss erst die andere 1 dahin machen. Ja, genau. Alle paar Level, okay. Wir gucken mal, ob wir das erste Passwort zumindest erreichen, weil das wäre ja ganz, ganz gut, falls wir es mal weiterspielen wollen. Hervorragend. Aber für den zweiten Level echt. Ach du Scheiße. Echt hab ich. Da sind jetzt die Sechser und die Dreier dreimal da. Und was ist ein Fragezeichen? Das ist eine gute Frage. Was ist ein Fragezeichen? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Was ist ein Fragezeichen? Schmeißt einfach alles ins Feuer, dann ist auch vorbei. Nein. Kann man nicht einfach was ins Feuer zum Entsorgen schmeißen? Ich habe keine Ahnung. Na, schön wär's, ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Das Fragezeichen kannst du testweise ins Feuer schmeißen, schreibt Oliver. Dem glaube ich das. Schmeiß mal das Fragezeichen ins Feuer. Okay. Das heißt, man kann tatsächlich einfach, kann man jetzt die eine 6 einfach wegschmeißen, die anderen beiden auflösen? Versuch mal bitte. Ich glaube nicht. Warum soll es nicht gehen? Technisch? Ja, ich glaube, das hättest du machen können, aber egal. Das ging ja auch so. Du kannst jetzt die drei da oben ins Feuer schmeißen. Oder nicht? Keine Zahlen ins Feuer, sagt er. Achso, okay, schade. Das hätte mich jetzt auch sehr stark verwundert, dass das gehen würde. Das wäre sehr vereinfacht, ja. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Wenn du jetzt nicht den Fehler. Okay, alles gut. Den Level hast du geschafft, würde ich mal so behaupten. Oh Gott. Jetzt ist wirklich die Frage, wofür sind die Fragezeichen? Was macht man damit? Muss man die in die Presse packen links? Oder keine Ahnung. Eins, zwei und drei sind dreimal da. Eins schon mal nicht mehr. Ne, die ist nullmal da. Sehr gut. Genau, die vier Fragezeichen hier. Oh, das ist ja auch schon wieder. Wow, sehr gut. Aber was macht man mit den blöden Fragezeichen? Ach so, die Fragezeichen sind Leerblöcke. Alles klar. Die kannst du also dann getrost für irgendwas verwenden. Und man kann ja anscheinend auch Zahlen wieder hochschieben. Ganz kurz, Robin, du könntest ja so ein Fragezeichen unten links in die Lücke packen. Ja, ich hier. Und dann kannst Moment. du andere Zahlen wieder hochschieben, wenn du Bock hast. Da musst du jetzt auch nicht mehr wahrscheinlich, aber das würde auch Nö. gehen. Links ist ein Aufzug, genau, okay, das ist witzig. Den darfst du nicht runterschmeißen. Zumindest nicht da, wo Nee, an der Kante. genau da kannst du ihn runterschneiden. Achso, jetzt den anderen über das. Genau. Das klappt. Jo, sieht gut aus. Und die Fragezeichen sind egal. Wunderbar. Ach du Scheiße. Das ist böse. Alter Vater, steh mir bei. Das ist böse. Vor allem schaffst du das nicht in 1:52. Die Zeit läuft nämlich weiter rückwärts.
Sechser gibt es auch nur zwei. Siebener, es gibt alles nur zweimal. So. Gibt hier alles nur zweimal. Dann ist es ja gar nicht schwierig. Könnte. Oh, du. Ja, aber gut. Wie gut, dass sie sich auflösen, wenn sie sich am Rand berühren. Okay, Ja, ah kannst du ja, das runterfallen. hätte auch Richtig. funktioniert. Kannst du runterfallen lassen, links. Genau. Das wissen wir ja jetzt, dass das geht. Achso, reicht ja. Genau. Jetzt war der hier. Jetzt wird er richtig Naja, ich trickreich. habe ja. Ja, alles gut. Alles gut. Nein, das war aber schlecht. Die 7 hat sich abgedampft. Okay. Der Ansatz war gut, aber es war ein bisschen hektisch. Das hat nicht funktioniert. Ah! Aber der Ansatz war echt gut. Hast kein Continuum mehr? Was ist das denn? Hä? Was ist das Ist denn das jetzt jetzt? schon das nächste Level, weil ich die meisten geschafft habe, oder wie? Keine Ahnung. Hä? Muss ich nicht verstehen. Keine Ahnung. Ich habe jetzt ist mit irgendwelchen anderen. Oh Gott. Ich weiß nicht, warum du jetzt im nächsten Level bist. Ich habe keinen Trainer angestellt. Keine Ahnung. Ach du grüne Neune. Oh, Da ich kriege hätte ich. gerne die Nummern zurück. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Da kriege ich jetzt in den Augen ein leichtes Problem. Boah, ist das fies. Das war schlecht. Der Dreier war dreimal da. Ach nö, ich habe nur geguckt, ich habe gesehen, dass wenn die Ja. wären nur zwei. Links ist ja immer die Anzeige. Aber witzig ist, das ist aber schon ein In bisschen. der Haut. Mit die paar Minuten schaffe ich schon noch. Mit ein paar, mit diesen Grafiken ist es ein bisschen gemeiner. Das finde ich auch. So, geht das jetzt da wieder los? Oder war das ein Bonus-Level? Ich habe keine Ahnung. Nö, du hast anscheinend die anderen Level Nee. geschafft. Warum, verstehe ich nicht. Aber egal. Das ist doch sehr unübersichtlich. Ja, das ist definitiv schwieriger mit Symbolen. Da gebe ich recht. Siehst ja mal links die Anzahl, ne? Bevor du da jetzt in Hektik wieder was draufschmeißt. Jetzt weiß ich auch, wann wir das schon mal gespielt haben. Das hat Oliver schon mal vorgeschlagen, als ich mit Miriam was gespielt habe, glaube ich. Also irgendwo habe ich es nämlich selber auch schon mal gespielt, aber den Level kenne ich nicht. Das sieht gut aus, wenn du jetzt da nicht. Sieht scheiße aus. Nö, überhaupt nicht. Du kannst den da raufschmeißen und dann den anderen rüberziehen. Das dürfte da funktionieren. Die berühren sich ja nicht. Ja. Das dürfte fehlerfrei funktionieren. Genau. Wow. Nein, die lösen sich auf. Ach du Scheiße. Die bewegen sich halt. Da sind jetzt auch schon wieder dreimal da. Oh mein Gott. Das ja nicht rüber.
Oh, starte von selbst neu. Oder was? Nee. Nee, sind nur noch die Dreier übrig. Wie soll das gehen? Kann ja nicht gehen. Ich würde sagen, es kann nicht gehen. Das Spiel heißt Think Cross, wenn ich es richtig gelesen habe. Ansonsten frag Oliver. Aber ich glaube, es heißt Think Cross. Erst den anderen. Ja, aber du kannst den Dreier schaffst du auf jeden Fall noch, ja. Aber der andere dürfte nicht mehr gut gehen, oder? Das kann nicht mehr funktionieren. Du kriegst ihn ja nicht wieder hoch, die Steine. Die Fassquadrate da, die sind doch tot. Nee, das. Damit war es das. Dürfte nicht klappen, richtig? Ich glaube auch nicht. Gut, wir gucken noch einmal. Einmal machen wir noch. Ich dachte, ihr habt mal. Wir haben schon 20, 29, Ja, deswegen frage ich. einmal kannst du noch, ist kein Problem. Die anderen sind ja im Chat, beziehungsweise wir haben ja einen Warteraum. Einen Versuch haben wir noch. Ich dachte aber, da kommt hoffentlich mal ein Passwort. Aber Anscheinend nicht. alle paar Level, schrieb Oliver vorhin, aber was heißt ein paar Level? So, letzter Versuch. Aber das scheint dir ja wenigstens konzeptionell sehr zu gefallen. Auch wenn es mit den Grafiken echt fieser ist als mit Zahlen, das muss man ganz klar sagen. Falls du den Level schaffst, kann ich auch einmal abspeichern. Alle, die jetzt online sind, nachher gibt es ja noch einen Stream. Wir spielen bei Life is Strange weiter und ich suche dann nochmal mein Bild wieder. Ja, wir machen sonst einen Snapshot nachher, genau. Das ist auch die Idee. Das ist gar nicht so einfach. Was war das denn? Gewitter? Zwei, drei Jahre noch. Sehr gut. Der klappt ja definitiv dann schon mal. Jetzt ist die Frage. Nee. Das ist gemein. Das funktioniert schon wieder nicht. Nee. Aber die Weil anderen ich das. muss quasi, ich brauche quasi zwei breit, um es irgendwo drunter fallen zu lassen. Korrekt. So kann es nicht gehen. Nee. Manu. So, ich kann ja trotzdem gleich mal einmal abspeichern, schon mal sicherheitshalber. Vielleicht geht das ja. Ich speichere einmal ab.
X. Und dann können wir da jederzeit wieder weiterspielen. Ich würde mal sagen, wir brechen jetzt hier einmal ab. Ich habe einen Snapshot gemacht. Ja, du kannst also wahrscheinlich jetzt Oliver glücklich machen, indem du sagst, dass dir das Spiel gefallen hat. Du sagst jetzt, das Spiel hat dir gefallen, Robin. Nein, also ernsthaft, ne? Das sieht jetzt süß aus. Das Spiel ist wenigstens der erste Spiel, war. Das ist schon mal ein guter Punkt. Hier, da gibt es einen Daumen hoch. Und es ist wirklich nicht ganz so einfach, wie man meint. Ja, also das heißt, wir spielen das sicherlich mal an der Stelle dann weiter. Also ich habe es gespeichert und dann gucken wir mal. Dann danke ich dir, dass du heute auch wieder eingesprungen bist, Robin, und mal gucken, was dann die nächste Male kommt. An die Zuschauer auch wieder der Hinweis, ihr könnt auch gerne im Vorwege, meine Internetverbindung ist instabil, wird eingeblendet, super. Ihr könnt auch gerne eine E-Mail schreiben mit Listen, was wir mal so alles anspielen sollen. Dann kann ich die Sachen im Vorwege raussuchen, das macht es dann ein bisschen einfacher. Aber wir sind ja hier auch, wie ihr heute gesehen habt, gerne spontan. Nochmals vielen Dank an dich, Robin, und danke auch an den Chat und alle Zuschauer. Und ich gehe jetzt mal in mich und suche ein Bewegtbild wieder. Bis gleich. Ciao. Vielen Dank.